Seine Kritiken waren die dümmsten Kritiken, die ich nie gehört habe in meinem Leben. Die dümmsten. Das heißt, alle hatten das Areograph in der Hand. Ist dieses Arnelis Instrument, ein kleines Rohr, ein kleines Rohr, und man stellte diesen Rohr in die Tinte rein, China, und man spritzte. Und alle machten das. Das heißt, sie spritzten für die Himmel auf den Plänen. Ja? Alle machten diese Himmel mit Wolken und so. Und die einzige Kritik, die ich von Rossi gehört habe an den Tischen, war, der Himmel sah etwa dunkler. Ne? Nun, das Problem war, dass er hatte unglaubliche Assistenten. Die Tessin-Assistenten, die Reinhardt und Reichling, ich erinnere mich. Und die waren die Soldaten von der Dorossi. Ja. Sie brachten die Fahne und sie waren ganz, ganz, no, gut. No.